Tja, liebe Freunde, was ist das für ein schöner Tag, ne? Die DDR lebt wieder. Also ich meine, Dynamo Dresden, wir wissen ja, Dynamo Dresden wird ja jetzt fast schon Rentner. 1953 im April gegründet und heute zum ersten Mal auch in Feindesland, also in Nürnberg, gewonnen mit 2:1. Das heißt, der Dörner, hier noch Hauptmann, ne, wird sofort Generalmajor und der Kutschke, der zwar kein Tor geschossen hat, den können wir als Hauptmann lassen. Und hier in diesem Koffer, in diesem herrlichen, nostalgischen Koffer, entführen wir als Dynamo Dresden die 3 Punkte aus Nürnberg nach Dresden. Was ihr morgen für Besucher habt. Man wird es kaum glauben, aber das DDR-Museum jetzt bei Simmel im Hochhaus ist nun auf einmal der Punkt, in dem sie alle hinrennen, obwohl sie gerade noch dort waren, wo früher der Putin gesessen hat, genau. Nämlich in der Kneipe, um mitzukriegen, wie es bei Dynamo steht. Sie haben geguckt, ja, nebenbei? Ja, nebenbei geguckt, genau. Wie stand's? Bis zum 1-0. Bis zum 1:0. 1:0 oder 0:1? Nein. Für Nürnberg. 1:0 für Dresden. Für Dresden. Ja. So, und wie ist es ausgegangen? 2:1 für Dresden. 0:1. Die spielen ja auswärts. Ja, stimmt, genau. Wenn hier einer redet, bin ich es. Jetzt ist es mal, das ist ja schlimmer wie bei Anne Will. Verstehst du? Also, das ist ja wohl jetzt so fast. Dynamo Dresden hat 2:1 gewonnen. Oh, sehr schön. So, das heißt, Dynamo Dresden ist die erfolgreichste Mannschaft zurzeit. In den letzten 10 Spielen sind die auf der Tabellenspitze auf Rang 1. Jetzt haben wir natürlich mal eine schöne Geschichte. Wir haben früher immer, wenn es Europapokaltage gab, das feine Porzellan rausgeholt. Bitte die Kamera auf das feine Porzellan. Die klare Ochsenschwanzsuppe. Das hat keine Marke. Und dahinter, dieses Standgerät, das war der Fernseher. Mit denen haben wir dann geguckt, wenn Dynamo Dresden in Liverpool gespielt hat, in Zürich und so weiter und so fort. Oerding ist natürlich sowas, ist da gehen normalerweise die Schüsseln kaputt. Da geht noch nicht mehr drüber. Wie geht denn das jetzt vorwärts? Wenn Sie sich für Dynamo Dresden immer noch interessieren, natürlich. Ist ja Dynamo Dresden sowas wie ein bisschen DDR, oder? Ja, natürlich. Nee, es ist die Heimmannschaft Nummer 1 und der fühlen wir uns verbunden. Natürlich ist in Dresden immer Nostalgie dabei, aber DDR nicht so sehr. In der DDR schon sehr geschätzt, das wissen Sie noch besser als ich. Wenn der BFC kam zum Beispiel, da war ja was angesagt. Ne? Und wenn wir dann auch noch gewonnen haben, dann schien die Welt ja mal richtig in Ordnung zu sein. Und eigentlich und sollte ja der Name Dynamo auch verschwinden. Aber er ist noch da. Das ist eine Marke, auf die kann man nicht verzichten, glaube ich. Wenn wir die jetzt irgendwie, was weiß ich, nach benennen, da ist die Seele raus aus der Mannschaft. Dynamo klingt zwar blöd, ist aber der Name dieser Mannschaft. Meine Damen und Herren, im DDR-Museum das Wort zum Tage. Also das kann man ja gar nicht anders, oder? Besser geht's doch gar nicht, ist doch unfassbar. Jetzt, wie gesagt, pass auf, jetzt wollen die ja Dynamo Dresden. 40 Jahre DDR-Lebenserfahrung. Das prägt. Echt. Aber jetzt kommt Herr Zimmermann, das merken Sie doch. Ne? Lieber Bürger, der jetzt im DDR-Museum sich gerade umschaut, können Sie auch mit Kröten? Mit Kröten? Ja. Weil Dynamo will doch im... Ach so, das neue Stadion erweitern? Oder? Nee, das Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt erzähl mal, kannst du mit Kröten? Ja, ich kann mit der Kröte nicht. Ich hoffe, dass die Kröte wird das Ähnliche sein wie unsere kleine Hufeisen. Also. Ja. Nur, ich glaube, noch nie gesehen, aber... Da. Und ich denke, das ist ein Politikum. Genau. Der Trainer hat gesagt, ich würde ja gerne selber auf die Kröte aufpassen beim Training und sie dann rüberheben. Genau. Nicht über den Platz. Aber ist es nicht Irrsinn? Ja. Absoluter Irrsinn. Ist es nicht Irrsinn? Absoluter Irrsinn. Die haben sie ja auch schon. Jetzt, auf einmal kommt die Kröte daher. Und man fragt sich, wer wird die Kröte schlucken? Die haben sie ja auch schon angesiedelt dort. Das denke ich auch. Die waren ja nicht zu Hause. Fakt ist auf alle Fälle eins, ich merke schon, wer ins DDR-Museum geht, kennt auch Dynamo Dresden. Richtig. Ja, aber das ist ein alter Diskotheker. Ja, zur gleichen Zeit mit dir damals angefangen. Wir zwei haben was Gemeinsames. Es gab ganz billig
Beipässe, der hat sie bei Aldi gekauft, ich bei Lidl. Aber das ist nur nebenbei. Das ist nur nebenbei. Das ist nur nebenbei. Wir freuen uns auf alle Fälle jedes Wochenende, wenn dieser Verein gewinnt. Denn jetzt sind wir in der DDR-Nostalgie. Wie lautete das Ding? So wie die Sonntags- oder Sonnabendspielen? Na, jetzt bin ich gespannt auf den Satz. So wie Dynamo Sonntag spielt, ist am Montag was? Das Wetter. Nee. Das Wetter. Die Arbeitsproduktivität. Oh, ganz stark. Also geht's los. Morgen. Ihr arbeitet wohl morgen alle nicht? Nee. Also da ist ich bin einer von den wenigen, der noch geht. Unser Jüngster in der Runde. Und da ist doch die Arbeitsproduktivität gut. Ja. Die ist hervorragend. In der Forschung immer. So. Ich hoffe, ihr habt schon genug gesehen. Ja. Jetzt haben wir das richtige Ergebnis. Wunderbar. Und ich darf mich noch ganz herzlich bedanken. Ja. Vielleicht gehen wir auch wieder mal ins Stadion. Ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. So, vom Museum ins Stadion. Morgen erst gucken. Ja. Nee. Liebe Freunde von Dynamo Dresden, die da Fußball spielen, und wir haben es ja vorhin schon gesehen, die mit den grünen Röcken, ne? Die waren ja eigentlich der Grund dafür, dass es Dynamo gab. Das ist ja klar. Genau. Und deshalb sollten ja auch ab und zu mal ein paar Fußballer reingehen, damit die überhaupt wissen, warum es Dynamo gibt, wie es und so weiter. Auch die sollten hier mal reinkommen. Tja, das ist natürlich nun eine irre Geschichte, der Kübelwagen von Dynamo Dresden. Übrigens, der Trabi war ja der erste, das erste Auto, mit dem dann die Oberligaspiele auch schon mal losgefahren sind, in den 60er Jahren. Und der neben mir sitzt, das ist kein Fußballspieler, sondern der neben mir sitzt, der hat diese Trabis alle hierher geholt. Wieso, weshalb, warum? Weil ich ein Abschleppunternehmen habe und der hat mich angesprochen, dass ich die Autos herfahre. Von Radebeul, weil ich Radebeuler bin. Was bringt jetzt so ein Museum hier mitten in der Stadt? Hat das irgendwas? Naja, das war, sonntags? Das war das Problem hier, das Radebeuler Museum hat jetzt riesen Mietkosten, 20.000, glaube ich, Euro im Monat. Und das hat sich nicht mehr getragen. Siehst du, und genau dasselbe ist bei Dynamo. Ja. Die haben riesen Mietkosten ja. und in ihrem Stadion, unverschämt hoch. Ja. Nicht, dass du dann irgendwann mit deinem Abschleppunternehmen kommst und das Stadion an der anderen Stelle schleppst. Ne? Das kann ich nicht. Ich bin auch schon Rentner. Ne. Ja. Ich mache Arbeit. Ach, wir gehen mit 50 jetzt schon in Rente. Nein. Es ist schon so weit. Mit 67. Ist das 67? Ja, klar. Ich wäre 80 nächste Woche. Meine Damen und Herren, und in diesem Moment scheiden sich endgültig die Geister. Schauen Sie sich diesen Junggesellen an und schauen Sie sich mich an. Ich bin jünger als der. Danke, das war's. Ich komme jetzt nur noch aus dem Dunkeln. Die Grätsche macht ein bitteres Ende. Wie kann man neben einem Mann sitzen, der gerade aussieht wie 45? Nee, das halte ich jetzt an. Immer Motorsport. Das halte ich jetzt an. Nein.